Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale hier von Jurassic Battle. Und zwar stehen im Finale der Suchomimos mit Tim Vollbrecht gegen den Indominus Rex mit Kind Krumnau. Einer von euch beiden wird hier heute siegreich aus der Arena gehen und sich damit auch einen Preis hier sichern. Wer das genau sein wird, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten erfahren. Aber als allererstes werden wir jetzt den beiden Konkurrenten noch jeweils eine Modifikation zulosen. Und dann geht das Finale hier los. Ich würde sagen, das Ganze machen wir jetzt mal für den Suchomimus. Gehen dafür natürlich in die Ausbrütstation. Auf den Suchomimus ist sogar schon ausgewählt. Gehen in das Genom. Und dann sehen wir, er hat schon 3 Modifikationsstränge belegt. Das heißt, er hat 3 Modifikationen bereits in sich. Nennt man das so? Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Und ich würde sagen, wir rufen wieder unser tolles Wheel auf. Und das drehen wir zweimal für 2 Modifikationen. Da haben wir zum einen die 4. Und zum zweiten, ich schreibe mir das mal auf, 4 und 1. Na gut, das hätte ich mir auch merken können. Egal, das Wheel mache ich wieder aus. Und dann fangen wir an zu zählen die Modifikationsstränge, wo bereits eine Modifikation vorhanden ist. Das heißt, wo so ein kleiner Stift zu sehen ist. Die werden wir selbstverständlich wieder überspringen, damit wir auf jeden Fall nicht eine Modifikation überschreiben, die schon vorhanden ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir an zu zählen mit der ersten Zahl. 1, 2, 3, 4. Ein Angriffsstrang, den wird er definitiv gegen den Indominus Rex brauchen. Und davon die erste, das heißt, wir lassen die erste aus, weil die ist ein Null-Genom, das heißt keine Modifikation. Das heißt, er bekommt Härte der Zähne 5.0. Die ist wirklich, wirklich gut. Bringt ihm Suchomimus 21 Angriff, die wird er auf jeden Fall brauchen gegen den Indominus Rex. Und ich würde sagen, das fügen wir jetzt hinzu. Und damit hat der Suchomimus am Ende, also im großen Finale, einen Angriffswert von 133 und eine Verteidigung von 55. Das ist gar nicht schlecht. Und damit wird er dann gegen den Indominus Rex in den Ring steigen. Und dann kommen wir zum Indominus Rex bzw. Kind Krumnau. Und der hat, glaube ich, schon sehr, sehr hohe Grundwerte. Das heißt, das wird sehr, sehr schwierig werden für den Suchomimus. Ihr seht, 127 im Angriff und 55 in der Verteidigung. Das heißt, er hat momentan, glaube ich, nur 6 weniger im Angriff. Ansonsten alles gleich. Und jetzt kommt es echt darauf an, welche Modifikation der Indominus Rex hier kriegen wird. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir gehen in das Genom, rufen unser Rädchen auf und... Ah, der Suchomimus ist leider fehlgeschlagen. Müssen wir gleich nochmal neu ausbrüten. Und dann drehen wir auch hier unser Rädchen zweimal. Und da haben wir als erstes die 8. Und die 8. Sehr, sehr hohe Zahlen. Und dann würde ich sagen, machen wir das Wheel aus. Und dann fangen wir an zu zählen, auch hier. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Verteidigungsgenomstrang und davon die 8. Modifikation. Das heißt, wir fangen bei der zweiten an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann bekommt er auch die oberste 8. Das heißt, er bekommt Zähigkeit der Haut 5.0, Verteidigung plus 18. Eieieiei, das heißt, er hat echt viel Verteidigung jetzt im Endeffekt. Mit 73 hat er echt sehr, sehr viel Verteidigung. Allerdings hat der Suchomimus dafür im Angriff etwas mehr. Das wird, denke ich mal, ein sehr, sehr spannender Kampf werden. Ich bin megamäßig gespannt und ihr hoffentlich auch. Und ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald die beiden Kontrahenten hier die Arena betreten. Bis gleich. Der Suchomimus. Er gehörte zur Gattung des Spinosaurus und lebte in Afrika. Sein Name bedeutet Krokodilsnachahmer und leitet sich von seiner Schnauze ab, die an die eines Krokodils erinnert. Diese Schnauze eignet sich besser zum Zerkleinern von Fischen, anstatt zum Erlegen von größeren Landsauriern. Für diese Gattung ist nur eine einzige Spezies bekannt und im Gegensatz zum Spinosaurus fehlt dem Suchomimus das große Rückensegel.
Er wird bis zu 2,7 Meter groß, 6 Tonnen schwer und bis zu 11 Metern lang. Der Indominus Rex, was so viel wie wilder oder unzähmbarer König heißt, war Ingens erster genetisch modifizierter Dinosaurier. Obwohl er als spektakuläre neue Attraktion gedacht war, um die Besucherzahlen zu erhöhen und neue Sponsoren zu gewinnen, war er gleichzeitig Teil eines geheimen Programms zur Entwicklung von waffenfähigen Dinosauriern. Der Körperbau des Indominus Rex erinnert stark an den des Tyrannosaurus. Was man von den Armen nicht behaupten kann, denn diese sind sehr lang und kräftig und er besitzt drei Finger und einen opponierten Daumen, mit dem das Tier zupacken kann. Im Normalzustand ist seine Hautfarbe weiß, jedoch kann der Indominus Rex sich der Umgebung anpassen. Seine Maximalhöhe beträgt 4,6 Meter, er wird bis zu 15,5 Meter lang und sein Gewicht ist unbekannt. Die beiden Finalisten sind jetzt hier in der Arena, sind schon, wie ihr seht, fleißig am Essen und am Trinken. Da haben wir auf der linken Seite den Suchomimus mit Tim Vollbrecht und auf der rechten Seite den Indominus Rex mit Kind Krumnau. Und zum Finale müssen wir nochmal einmal eine Regeländerung sagen. Wir werden im Finale kein Best of Three machen. Wir werden lediglich einen Kampf machen und wer jetzt diesen Kampf gewinnt, der gewinnt dieses Projekt hier, Jurassic Battle, und gewinnt somit hier auch einen Preis auf jeden Fall. Also ich drücke euch beiden feste die Daumen und ich würde sagen, wir machen jetzt die Zäune hier weg und dann geht das Ganze hier los. Ich bin megamäßig gespannt, wer hier gewinnen kann. Die Werte sind recht ausgeglichen, wobei der Indominus Rex schon ja ein bisschen mehr Punkte Vorsprung hat, aber in der Verteidigung halt. Dafür ist der Suchomimus im Angriff besser. Wir werden jetzt gleich sehen, was sich letztendlich hier durchsetzen wird. Der Suchomimus ist definitiv hier nicht der Favorit, würde ich sagen. Aber durch die Modifikation ist es natürlich sehr, sehr schwierig zu sagen, welcher Dinosaurier hier gewinnen wird. Der Suchomimus scheint den Indominus Rex hier schon wahrgenommen zu haben. Der Indominus Rex ist dann noch fleißig am Ziegenfuttern. Also der scheint hier noch nicht so aggressiv unterwegs zu sein. Jetzt scheint es mir so, als wenn es hier gleich losgeht, Leute. In wenig Zeit haben die beiden sich dann doch gelassen. Aber jetzt scheint hier der Kampf loszugehen. Schauen uns das Ganze von der Seite an. Aber die beiden gehen wohl doch noch nicht aufeinander los. Haben sich jetzt erstmal nur angebrüllt und gehen jetzt wieder. Tatsächlich ist der Indominus Rex zur Seite gegangen, nicht der Suchomimus. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass. Jetzt wittern sie sich und gehen doch wieder aufeinander zu. Das ist ja ganz, ganz seltsam hier. Kämpfen sie jetzt oder brüllen sie sich wieder nur an? Jetzt kämpfen sie. Kind Krumnau gegen Tim Vollbrecht. Und Tim Vollbrecht mit dem Suchomimus landet hier direkt den ersten Treffer. Und direkt den zweiten. Eieieiei, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Jetzt ist der Indominus Rex noch bei 39% Leben. Hat noch kein Treffer hier gelandet. Aber jetzt landet er hier auch den ersten Treffer. Und ihr seht, er macht verdammt viel Schaden. Und den zweiten Treffer hinterher. 27 Leben beim Suchomimus, 39 beim Indominus Rex. Das sieht jetzt hier nicht gut aus für den Suchomimus. Aber die beiden trennen sich jetzt erstmal hier wieder. Ist schon wieder mega ausgeglichen hier. Also richtig, richtig krass. Und jetzt kommt es ganz darauf an, wie lange die beiden sich Zeit lassen, bis sie wieder kämpfen. Und wer sich in der Zeit besser regenerieren kann. Also das wird auf jeden Fall helfen. Der Suchomimus ist hier auf jeden Fall im Nachteil mit nur 31% Leben gegen 43%. Gehen die beiden jetzt schon wieder aufeinander los, obwohl sie noch beide im roten Bereich sind? Das ist ja krass. Ah, nee, sie brüllen sich nur an. Okay, das hätte mich auch stark gewundert. Weil normalerweise kämpfen die erst wieder, wenn sie sich dafür bereit fühlen. Und sobald sie, oder solange sie im roten Bereich sind, das heißt minus 50%, kämpfen die beiden eigentlich nicht.
Geht's jetzt hier weiter? Der Indominus Rex ist wieder über 50% Leben und rennt schon mal so in die Richtung des Suchomimus. Aber jetzt dreht er doch wieder ab. Das wird hier super, super spannend werden. Der Indominus Rex ist bei 58%, der Suchomimus erst bei 46% Leben. Das heißt, der Indominus Rex ist immer noch klar im Vorteil. Und das wird er jetzt hier auch bei der, ja, kann man es zweite Begegnung nennen? Das wird er jetzt auch hier bei der zweiten Begegnung bleiben, denke ich. Und jetzt geht's hier, glaube ich, weiter. Die beiden tasten sich wieder aneinander ran. Und der Kampf geht weiter. 61 beim Indominus und 49 beim Suchomimus. Jetzt nur noch 38 beim Indominus. Das sieht jetzt nicht gut aus für den Suchomimus. Der Indominus Rex landet jetzt hier nochmal einen Treffer. Die beiden umkreisen sich. Das war's jetzt, glaube ich. Ich glaube, damit entscheidet der Indominus Rex dieses Duell für sich. Als klarer Favorit natürlich. Und das tut er auch. Er packt hier den Suchomimus am Kopf und bringt ihn zu Boden. Und gewinnt somit Jurassic Battle völlig zu Recht. Und auch nicht gerade unerwartet, muss man sagen. Also der Indominus Rex war definitiv hier einer der Favoriten. Damit kann ich dir herzlich gratulieren, Kind Krumnau. Du hast hier Jurassic Battle gewonnen und damit auch einen Preis. Schreib auf jeden Fall unten was in die Kommentare, dann werde ich mich bei dir melden wegen deinem Preis. Und auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und lieber Tim Vollbrecht, schade, schade, du bist sehr weit gekommen. Schön, dass du hier mitgemacht hast, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, du hattest auch sehr viel Spaß und du hast dich wirklich, wirklich gut geschlagen. Aber jetzt schlägt hier natürlich die Stunde für Kind Krumnau. Du bist natürlich hier der große Gewinner von Jurassic Battle. Ich muss auf jeden Fall dazu sagen, Leute, dieses Projekt hat mir mega viel Spaß gemacht mit euch. Ihr habt mega aktiv daran teilgehabt, ihr habt mega viel geliked, ihr habt mega viele Kommentare dagelassen. Sehr, sehr schade, dass ich nicht alle von euch rannehmen konnte. Viele von euch sind sicherlich traurig, dass sie hier bei dem Projekt nicht mitmachen konnten, aber das ist leider nicht machbar, tut mir sehr, sehr leid. Aber an die, die hier teilgenommen haben, vielen, vielen Dank. Und an die, die es versucht haben, natürlich auch vielen, vielen Dank, dass ihr so aktiv hier teilgenommen habt. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, damit ist Jurassic Battle abgeschlossen. Und wir sehen uns dann vermutlich in einem nächsten Jurassic World Projekt wieder. Was ich mir da einfallen lasse, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen. Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Würde ich mich megamäßig drüber freuen. Und damit bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns. Euer Dandy.